Will man Dinge sortieren, helfen Schubladen. Das ist im World Wide Web nicht anders als im Kleiderschrank. Im Internet erfüllen Domains diese Funktion. Deutsche Webseiten findet man meistens unter .de, französische unter .fr und kommerzielle Angebote unter .com. Aber nach 25 Jahren www sind diese Digitalschubladen voll. Zu unflexibel und zu langweilig waren sie vielen Webaktiven schon lange. Neue Domains müssen also her. Daniel Sippel ist einer der Ersten, der mit seinem Blog Schönes Berlin unter der brandneuen Domain .berlin zu finden ist. Ja, ich habe geschaut nach schönesberlin.de, .com, mit Bindestrich, mit Umlauten, wollte ich nicht. Und zwar alles schon belegt, sodass ich dann mitbekommen habe, .berlin startet, die neue Domainendung. Und habe darauf abgewartet und mich registriert und dann Glück gehabt. Dank der neuen Domains ist also endlich wieder Platz im Internet. Dutzende neue Internetendungen sind bereits verfügbar oder stehen kurz vor dem Start. Sinnvolle wie .mail, .app oder .video, seltsame wie .guru oder .plumbing oder regionale wie .tokyo, .wien oder eben .berlin. Den komplizierten Prozess, welche Domains es wirklich von der Idee bis ins Netz schaffen und wem sie dann gehören, steuert die oberste Internetbehörde ICANN. Und hier geht es nicht immer transparent und demokratisch zu, kritisiert Avri Doria von der .gay-Initiative, deren Ziel eine einheitliche Domain für die lesbisch-schwule Community ist. Mein Hauptproblem ist, dass Domainbewerbungen kleiner Gruppen ganz anders bewertet werden als die der großen Bewerber. Die Großen haben natürlich ganz andere Ressourcen. Wenn die hingehen und sagen, ich habe hier 100 Domainbewerbungen, dann ist das natürlich ein stärkeres Auftreten, als wenn wir da alleine mit unserem .gay-Antrag auftauchen. Wer die neuen Domains kontrolliert? Das ist natürlich auch eine Geldfrage. Aber neben knappen Ressourcen haben nicht-institutionelle Gemeinschaften wie die .gay-Initiative noch weitere Sorgen. Wer definiert eigentlich, was eine Community ist? Und wer bestimmt, welche Community eine eigene Domain haben darf? Communities begegnet die ICANN mit großem Misstrauen. Der Prozess, den wir durchlaufen müssen, gleicht einem Spießrutenlauf. Wir müssen einem sehr undurchsichtigen Ausschuss beweisen, dass wir ihrem Verständnis nach überhaupt eine Community sind. Und das der ICANN klarzumachen, ist natürlich alles andere als leicht. Eigentlich sollte es bei den neuen Internetendungen doch fair zugehen. Das war jedenfalls der Anspruch, mit dem die ICANN angetreten war. Multi-Stakeholder-Modell heißt das im Behördensprech. Wirtschaft, Regierungen, Techniker, Zivilgesellschaft, sie alle sollen gleichermaßen mitreden dürfen, verteidigt ICANN-Mitglied Wolfgang Kleinwächter das System. Die Vorzüge von dem Multi-Stakeholder-Modell ist, dass keine Gruppe das Internet als Ganzes kontrolliert. Das wäre auch gar nicht möglich. Also selbst wenn das einer versuchen würde, der würde daran scheitern. Insofern gesehen sind das auch Sicherungsmaßnahmen gegen eine einseitige Vereinnahmung des Internets, sowohl lokal als auch global. Das klingt gut, ist in der Praxis des internationalen Konzernlobbyismus aber wenig realistisch, wie das Beispiel Ferrero zeigt. Der Süßwarengigant interessiert sich nicht nur für die Internetendung .kinder, sondern konnte sich diese darüber hinaus sogar in eine Markendatenbank eintragen lassen. Ein Service, von dem Communities wie .gay nur träumen können. Bei allen Verteilungskämpfen bleibt der große Vorteil, endlich wieder Platz im Internet, zwar bestehen. Aber nicht mal den gibt's umsonst. Und so bedeuten die neuen Domains im Moment erstmal viel Kohle für die Leute, die es betreiben, weil die Gebühren viel höher sind als bei den E-Domains. Bleibt die Frage, ob sich die ganze Streiterei um die neuen Domains überhaupt lohnt. In Zeiten von Suchmaschinen kommen die meisten Besucher ohnehin von Google oder aus dem Social Web via Facebook und Twitter. Und neuere Erfolgsseiten wie heftig.co verdanken ihre Beliebtheit sicher vielen Faktoren. An der Domain liegt es aber wohl nicht. Die Schubladen des Netzes werden immer unwichtiger.